Mit Katzen schmusen und Hunden knuddeln. Wer das beruflich machen will, sollte eigentlich nicht Tierarzt werden. Im Praxisalltag ist dafür kaum Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Süddeutsche Zeitung TV. Welches Herrchen oder Frauchen kennt das nicht? Bewaffnet mit Maulkorb, Käfig und Leckerli schleicht man sich an und trotzdem sind unsere Lieblinge über alle Berge bzw. fauchend hinter dem Küchenschrank verschwunden. Als wüssten sie ganz genau, dass es gleich zum Doktor geht. Und spätestens vor der Tür der Praxis bietet sich oft ein Bild des Jammers. Eingezogene Ruten, zitternde Hinterbeine. Die wenigsten Tiere betreten freiwillig das Wartezimmer. Hund, Katze und Maus, Aug in Aug. In vielen Fällen tierischer Stress für alle Beteiligten. Das muss nicht sein, denn es gibt die mobilen Veterinäre. Annette von Donop über Operationen auf dem Küchentisch und einen Mann, der mit seinen Händen heilen will. Eine komplette Tierpraxis im Auto. Imke Rixmeier und ihr Bruder Knut Bartels sind auf fast alles vorbereitet. Medikamente, Ultraschall, Zahnstation und OP-Besteck sind immer an Bord. Statt im OP-Saal behandeln sie ihre Patienten vor Ort. Der Vorteil für die Tiere, kein Stress im Transportkäfig und keine natürlichen Feinde im Wartezimmer. Vorteil für die Ärzte, bessere Diagnosen. Wenn ich die Tiere zu Hause untersuche, habe ich natürlich in aller Regel ein weniger gestresstes Tier. Das Tier ist in seiner bekannten Umgebung. Solange es noch nicht ahnt, vielleicht, dass ich der Tierarzt bin, sehe ich doch erheblich mehr als bei dem auf gestressten Tier auf dem Behandlungstisch in der Praxis. 10 Stunden sind sie jeden Tag im Norden Hamburgs unterwegs. Häufige Fälle, Problemkatzen, die schwer zum Tierarzt zu bewegen sind. Kater Fritz ahnt Schreckliches. Oh je, da kommen Sie. Hallo. Guten Morgen, Frau Starke. Wie geht's denn, die Kater? Oh, dem geht's ganz gut. Na prima, das ist ja schön. Die Verletzung hat der Kater selbst verschuldet. Ich denke mal, er hat sich einfach gestritten draußen, Revierkämpfe gefochten sozusagen. Und dabei hat er sich so eine Wunde zugefügt und die ist auch schon eine Woche alt. Und nach einer Woche fing das dann an, so einen Eiterabzess zu bilden. Also die ganze Wange war so dick. Und wir haben das auch versucht auszudrücken. Das war alles nicht so sehr angenehm. Und dann haben wir eben die Tierärztin gerufen. Für seine Besitzerin die einfachste Lösung. Der Kater kann Tierärzte nicht leiden, noch weniger den Transport. Der ist praktisch nicht in den Korb zu bekommen. Und wenn er dann im Korb ist und beim Tierarzt ankommt, ist er so sauer, dass gar nichts mehr geht. Und so hier haben wir noch einigermaßen eine Chance, im letzten Rest von guter Laune das durchzuführen, was gemacht werden muss. Fritz ist 6 Jahre alt und bekommt heute zum 2. Mal Besuch vom Tierarzt. Fritz hatte eine schwere Infektion. Die Tierärztin spritzt ihm ein Antibiotikum und misst Temperatur. 38,5 Grad wären für einen Kater normal. 16 Euro kostet der Hausbesuch extra. Und Fieber hat er keins mehr. Letztes Mal hatte er 39, jetzt 6. Jetzt hat er nur noch 37,8. Sein Antibiotikum hat er schon. Und jetzt kommt der unangenehmste Teil. Wir spüren die Wunde noch mal. Ja, das hat er gar nicht gern. Ja, ist gut, mein Schatz. Ich weiß, dass es nicht schön ist. Okay. Ja, ist gut. Ja, nimm Sie lieber die Finger raus, sonst der kennt jetzt weder Freund noch Feind. Okay. So, das sieht sehr schön aus. Ist nur noch blutig, ist kaum noch Eiter dabei. Und soll ich das dann auch weiter? Sie spülen es weiter, solange das Loch offen ist, vorsichtig. Ist aber Ihnen etwas ruhiger, wenn Sie das machen? Ja, doch, das geht ganz gut. Ja, genau, ist gut. Ja, das machst du toll. Ja, so. Okay, dann darf er. Jetzt kannst du erstmal weglaufen. So. Na klar, würde ich die Tiere lieber zum Freund haben und sie lieber nur streicheln. Aber die Behandlung ist notwendig und wir tun das für das Tier. Und ja, unsere Belohnung ist halt nicht die Katzenliebe, sondern dass es heilt. Ich lasse das Desinfektionsmittel jetzt hier einmal einwirken, wenn Sie den nachher nochmal feucht abwischen, bevor Sie wieder dran essen, sonst schmeckt es nachher bitter. Ja klar, das mache ich. Ich finde das besser, das ist zu Hause, dann hat man diesen ganzen Stress nicht.
mit dem Tier und mich stört es überhaupt nicht, wenn ich da hinterher Blut abwische, ist gar kein Problem. Eiserne Regel bei der Tierärztin auf Rädern. Herrchen bzw. Frauchen halten sich von der Behandlung fern. Es gibt immer Leute, die ihr Tier lieber selber festhalten möchten. Das machen wir sehr ungerne. Das kann doch zu Verletzungen führen. Und nachdem ich dann einmal die Impfnadel im Finger des Besitzers statt im Fell des Hundes hatte, lasse ich eigentlich grundsätzlich die Besitzer bei Injektionen oder schmerzhaften Behandlung die Tiere nicht mehr selber festhalten. Dafür ist ausschließlich Knut Bartels zuständig. Der nächste Patient ein Hamster mit Gebärmutterentzündung. So, dann wollen wir uns Lissi mal anschauen. Wie geht sie jetzt? Ja, sie ist putzmunter. Mhm. Ich habe nur gestern gemerkt, dass es wieder unangenehm gerochen hat. Ich habe also einen Tag weniger das Häuschen sauber gemacht. Einmal ausgelassen, um mal zu gucken, wie sich das entwickelt. Und ich hatte das Gefühl, es riecht wieder säuerlich. Na, wir gucken mal. Für Lissi bedeutet sogar der Hausbesuch Stress. Weckt man einen Hamster jeden Tag, verkürzt sich seine Lebenszeit um ein halbes Jahr. Bei einer Lebenserwartung von 2 Jahren ist das ein Viertel seines Hamsterlebens. Einmal schauen, was da noch kommt. Letztes Mal war das hier alles eitrig. Das sieht jetzt sehr trocken aus. Ich muss mal ein bisschen an den Bauch ran, um zu drücken, ob da was rauskommt. Ja, ist doof, ich weiß. Die Gebärmutter des Hamsters ist 1 Zentimeter klein. Nur ein Abstrich kann für eine klare Diagnose sorgen. Wie schlimm die Krankheit von Lissi wirklich ist, konnte ihre Besitzerin nicht ahnen. Also ich habe natürlich gehofft, dass es was Harmloses ist, aber da Lissi ja schon über 1 Jahr alt ist, haben wir natürlich auch vermutet, dass sie vielleicht auch eine schlimmere Krankheit vielleicht hat und dass sie einfach ja schon eine alte Dame jetzt geworden ist. Bisschen unsittlich berühren den Hamster. Imke Rixmeier wurde durch einen stechenden Geruch auf Lissis Krankheit aufmerksam. Den Hamster verstecken sehr viel. Und wenn sie jetzt nicht so nett gewesen wäre, den Ausfluss zu zeigen, hätten wir es sehr viel schwerer gehabt, das zu diagnostizieren. Ein Ultraschall durchzuführen bei so einem kleinen Tier ist schon ein bisschen diffizil. Für die Nachbehandlung ist die Besitzerin zuständig. Die Medikamente sind extra für Kleintiere. Auch die Dosierung ist speziell. 0,03 Milliliter ist praktisch ein Tropfen, also das reicht auf jeden Fall noch für eine ganze Weile, solange sie mit der Spritze da rankommen. Und dann eben zur Unterstützung des Bird-Beneback, damit sie keinen Durchfall kriegt. Ja. Gut, prima. Okay, dann reicht das erstmal noch aus. 180 Euro hat Frau Schwarz schon in die Gesundheit ihres Hamsters investiert. Ist die Gebärmutterentzündung jetzt nicht abgeklungen, hat Nicola Schwarz die Wahl. Nochmal 100 Euro für eine Operation bezahlen oder Lissi erlösen. Eine Woche später kommt die Entwarnung. Die Antibiotika haben geholfen. Lissi ist wieder gesund. Auf Imke Rixmeier und Knut Bartels in Hamburg wartet der nächste Patient. Katze Tiger hat einen Knoten am Ellbogen. Vielleicht bösartig, deswegen muss das Geschwür raus, so schnell wie möglich. Imke Rixmeier operiert auf dem Küchentisch. Hallo. Die Tierärztin kleidet sich auffällig. Das Tier soll sie sofort erkennen und anderen Besuch nicht mit Untersuchungen und Schmerzen verbinden. Beim letzten Arztbesuch von Frau Dr. Rixmeier hat sie festgestellt, dass sie so ein kleines Knötchen in der Pfote hat, was wir bis jetzt für eine Zecke gehalten haben. Und das soll wohl aber dann doch nicht so ganz gutartig sein. Von daher lieber rausschneiden lassen. Und heute machen wir das, bevor wir in Urlaub fahren, damit sie auch wieder gesund ist. Knut Bartels verwandelt die Küche in einen OP-Saal. Er macht den Arbeitsbereich steril, bereitet Geräte und Medikamente vor. Erst dann bekommt die Katze die Narkose. So, wo hat sie sich denn versteckt? Da hinten in der Ecke. Tiger kennt die Menschen in Weiß. Sie hat sich im hintersten Winkel verkrochen. Sie fühlt sich sicher. Aber den mobilen Ärzten ist noch nie ein Patient entkommen. Jetzt geht's los, Mizi. Die kennt uns schon. Na du? Da hast du aber einen guten Platz gesucht. Wie sollen wir dich denn da kriegen? Süße. Hm? Ja, kommst du mal raus? Nö. Kann man das? Nee, kann man nicht. Ja, komm mal her, da muss ich so blöd an dir ziehen, sonst dann bleibst du in allen Kabeln hängen. Das ist auch nicht schön. Ist ja ganz lieb. Ah, doch nicht. Gar nicht. Das ist natürlich besonders schlimm. So, meine Süße.
War das rechts oder rechts? Rechts. Mhm. Mhm, genau. Ja, ich würde sagen, das ist schon ein Tick größer geworden. Größer geworden. Ja. Kann man loslassen. Was ist das jetzt schon, die Narkose? Das ist jetzt die Narkosespritze, ja. So. So, wir bringen Sie jetzt ins Badezimmer oder ins Klo. Knut Bartels ist Praxismanager und für Instrumente und Medikamente zuständig. Seine Schwester Imke Rixmeier führt die OP durch. Sie entfernt einen Tumor am Bein der Katze. Für die 39-Jährige ein Routineeingriff. So, und da diese Stelle hier eine Stelle ist, die ständiger Bewegung ausgesetzt ist, wollen wir auch nicht warten, bis es so ist. Weil je größer das ist, desto schlechter heilt es hier. Und was wäre die Gefahr, wenn man es einfach drin lässt? Dass es streut und dass es dann Metastasen in der Lunge oder in der Leber gibt oder so, die dann für das Tier tödlich sind. Da in der Haut stört der Tumor natürlich noch nicht so sehr, aber in der Lunge stört er dann schon. So. Imke Rixmeier kann fast überall operieren. Einzige Voraussetzung, eine Steckdose und fließend Wasser. Alles andere hat sie dabei, sterile Kleidung natürlich auch. So, dass wir auch was sehen. Die Operation in der Küche ist in vollem Gange. Dass dort ihre Katze unter dem Skalpell liegt, stört die Besitzerin nicht. Ich gucke es mir jetzt nicht direkt an. Ich warte, bis sie wieder aufwacht und wir sie ein bisschen pflegen können und bis sie wieder gesund ist. Also ich muss mir das jetzt nicht direkt angucken, auch wenn ich Blut sehen kann. Aber das muss ich jetzt nicht bei der eigenen Katze sehen. Tiger bekommt von dem Eingriff nichts mit. Während der Narkose sind alle Muskeln entspannt, ihre Augen offen. Die Tropfen verhindern, dass sie austrocknen. Es kann jederzeit sein, dass ich mithelfen muss. Und entsprechend muss ich mich auch steril machen. Ich bin gerade dabei, die Handschuhe anzuziehen, damit ich jederzeit eingreifen kann. Kannst du mir ein bisschen weiter zu mir schieben? Nee, ne? Gut. Ein bisschen schwierig durchzukommen, weil da wenig Halt ist. Nach 5 Minuten ist das Knötchen entfernt. Es war gutartig, aber das stellt sich immer erst danach heraus. War zum Glück nicht so groß versorgt, dass es also nicht stark blutet, sondern so ganz leichte Hautgefäße. Es wird jetzt erst einmal im Unterhautgewebe genäht und dann die Haut nochmal, sodass das 2 Nähte sind, damit sie da einen doppelten Schutz hat und da nicht rankommt. Die Fäden lösen sich nach 4 Wochen von selbst auf, wenn die Wunde verheilt ist. Tut natürlich sein Tier leid, ne? Es ist ein ganz anderer Anblick, wenn sie jetzt so nicht munter ist und maunzt und lebhaft, wie sie sonst immer ist. Aber gut, wir wissen ja, dass es ihr bald wieder besser geht. Hm? Mäuschen? Ich bin immer froh, wenn es gut gegangen ist, vor allem wenn die Tiere aus der Narkose wieder raus sind, was sie ja noch nicht ganz ist, aber sie ist schon deutlich am Aufwachen. Und das ist schon immer schön, wenn das soweit ist. Ganz gerne. Mhm. Meinen Sie, wie lange dauert das? Also ich denke mal, sie werden noch so eine halbe Stunde, Stunde relativ platsch da liegen. Sie fängt aber jetzt schon an zu schlucken, wird dann auch bald das Köpfchen heben. Wir können sie auch gerne aufwecken, wenn sie möchten, wenn sie wach werden geht. Nach 20 Minuten ist die Küche desinfiziert, die Ausrüstung verstaut. Jedes Teil hat seinen Platz. Wenn eine Lücke bleibt, fehlt irgendetwas. So, alle Spuren beseitigt. Kannst losgehen. Wenn Tiger wieder zu sich gekommen ist, kann ihre Besitzerin hier unbesorgt ihr Abendessen kochen. Es ist mindestens so hygienisch wie vorher. Ja, beim Tier haben wir natürlich immer es mit dem Problem zu tun, dass das Tier nicht sprechen kann. Wir können uns also nur in erster Linie auf die Angaben des Besitzers verlassen und auf das, was das Tier zeigt. Da beneide ich dann schon die Humanmediziner, die gesagt kriegen, das tut mir am rechten Knie hinter der Kniescheibe weh, immer wenn ich die Treppe runtergehe oder so. Bei Dr. Imke Rixmeier und Knut Bartels in Hamburg steht jetzt eine Zahnsanierung an. Die Tierärztin wird Kater Pelles Zähne auf dem Küchentisch ziehen. Guten Tag, Herr Strehle. Hallo. Na, schon aufgeregt? Ich bin der Kopfschule. Ja, das glaube ich Ihnen. Ich hau auch dann gleich ab. Das dürfen Sie. So, hallo. Für den Eingriff wird die Küche zur Zahnarztpraxis. Zahnstation und Medikamente müssen parat liegen.
wichtig ist, dass man eine gewohnte Reihenfolge hat, dann vergisst man auch nichts, in der man die Dinge immer abarbeitet. Weil man sieht ja, es ist eine ganze Menge, was hier aufzubauen ist, und wichtig ist, dass wirklich alles fertig ist, wenn es Tiernarkose geht. Die Beschwerden sind lange unentdeckt geblieben. Fast der ganze Kiefer sieht schlimm aus, Parodontose. Das ist fest. Wenn man das ganze Ausmaß sieht. Wie rot das ist, sehen Sie es? Das Zahnfleisch hier ist feuerrot, blutig. Da in den Eckzähnen ganz besonders. Und hier unten? Da ist es durchgebrochen bis auf den Unterkiefer. Zähneziehen ist für Tiere genauso schmerzhaft wie für Menschen. Um an die Wurzeln zu kommen, muss der Arzt den Knochen aufbrechen. Extra Zahnärzte gibt es für Tiere nicht. Einige aber haben sich etwa auf Zahnbehandlung bei Großtieren spezialisiert. Damit Pelle nicht leidet und die Tierärztin ungestört ins Maul schauen kann, bekommt er eine Vollnarkose. So, ich bleib hier. Du bleibst da, pass auf ihn auf. Ich zieh mich um. Wenn er jetzt einschläft, dass er anfängt zu torkeln und dass er dann in dem Moment versucht, irgendwo hochzuspringen. Und deswegen bleibe ich hier und passe auf ihn auf, weil wenn er da runterstürzt, halb in Narkose, dann kann er sich erheblich wehtun. Für Zahnsanierungen braucht die Tierärztin ein abwaschbares Visier. 500 Milliliter Wasser kühlen die Bohrer und könnten ihr die Sicht vernebeln. Er schläft jetzt. Die Augen sind offen in der Narkose, weil die Augen entspannt sind. Der entspannte Zustand ist offen und für ihn ist die Aufregung jetzt vorbei. Wenn er aufwacht, ist die Party vorüber. Und Pelle von seinen Zahnschmerzen erlöst. Zahnstein und Zahnbelag. Das werden wir jetzt alles entfernen. Hier unten zum Beispiel ist ein riesendicker Belag. Ob Pelle überhaupt einen Zahn behalten kann, entscheidet sich im Laufe der OP. Ganz ohne Zähne würde der Kater nicht mehr so beeindruckend aussehen. Aber verhungern müsste er auch in freier Wildbahn nicht. Wir haben einer Katze alle Zähne rausgenommen. Die fängt immer noch Mäuse. Die lutscht die dann tot. Aber das geht immer noch. Gut. Du bist eine arme Katze. Schon schlimm, dass die Tiere sich nicht mehr selber melden können. Eben. Deshalb ist es so wichtig, dass Tiere regelmäßig vom Tierarzt untersucht werden, damit solche Sachen aufgedeckt werden. Auch einer der Vorteile der jährlichen Impfung, dass das dann festgestellt wird. Nach 3 Stunden Zahnsanierung bleiben Kater Pelle doch noch 4 Zähne. Ich denke, die Eckzähne sind doch noch relativ fest, vielleicht kann er die behalten. Wir haben nur diesen Alterherd, ansonsten haben wir gar nichts gemerkt. Und hat er gefressen? Er hat immer gefressen, ganz normal gefressen. Auch nichts erbrochen, nichts. Oh, da kommt der Patient. Da ist er wieder. Oh. So, hat das alles gut überstanden? Mich macht glücklich, den Tieren helfen zu können und den Besitzern helfen zu können, ihre gesund zu machen, hoffentlich meistens. Aber auch die Dankbarkeit der Besitzer, dass wir ihnen eben diese Last abnehmen, das Tier zu transportieren. Also es schlägt uns da eine erheblich größere Dankbarkeit entgegen, als ich das so aus der Arbeit in der Praxis vorher kannte. Das macht sehr viel Spaß. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch für das Haustier eine private Krankenversicherung abschließen. Für 15 Euro im Monat sind selbst Sportverletzungen abgedeckt. Das war's für heute. Kommende Woche werde ich Sie in Versuchung führen, Ihnen den Mund wässrig machen. Wie? Das verrate ich nächsten Montag um 22.55 Uhr. Pralinenparadies, das Geheimnis süßer Sünden. Hier bei Vox. Für heute noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.